Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4 in Kyrat mit dem Eistee. Ja, jetzt muss ich gleich mal wieder Überblick verschaffen, wo wir gerade sind, was wir am Machen sind und so weiter. Mission für Yogi und Reggie, das klingt gleich gut, oder? Hauptmission waren wir, glaube ich, sowieso immer am Suchen letztes Mal. Und da sonst nichts groß offen ist, okay, hier wäre was von Nur, aber ich glaube, das ist gut. Wir gehen zu dem Yogi und Reggie, würde ich sagen. Ja, Munition und so ist alles in Ordnung, oder? Was haben wir dabei? Bogen, Knarre und Flammenwerfer. Kann ich damit leben? Es ist in Ordnung. So. Ja, wir haben unseren geilen Helikopter gebaut letztes Mal. Lass mal kurz schauen. Ich glaube, ich kann da zu Fuß hingehen zu den zwei Vögeln. Kann ich mir den Helikopter sparen. Irgendwo müsste noch eine Kiste sein. VHS-Kassette. Beutetasche auch wieder fast voll. Wo haben die versteckt? Hier. Taschentuch, falls wir weinen müssen. Okay. Jetzt haben die hier ein Zelt aufgeschlagen hinter unserem Haus. Siehst du? Es klappte. Ich habe durch die Wand gesehen. Was? Drauf geschissen, du hast nur die Schritte gehört. Oh nein, 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 ich bin auf einem Ohr taub. Schon vergessen, Sao Paulo? Stimmt, der Posaunenspieler. Der einarmige Posaunenspieler. Aber jetzt, wo AJ hier ist, kann er unseren kleinen Streit beilegen. Ja, das kann er. Aber er ist unser Besuch, also lass uns gastfreundlich sein. Das ist nur vom Feinsten. Mhm. Wir nennen es Oculus Blef. Das Zeug sprengt die Grenzen deiner Wahrnehmungskraft. Aber dazu brauchst du noch einen Topper, mein Freund. So wie es aussieht, werden wir wieder mal verarscht hier. Von wegen, wir sollen freundlich sein zu denen. Die tun uns ja auch. Ja, okay. Kann ich hier irgendwie... Okay, der steht selber auf. Ja, geil, da vorne ist ein Bär. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwelche Waffen dabei habe, aber ich habe gar nichts dabei. Oculus Brief, die Überraschung. Ah, warte mal, das ist ein Brief von den Vögeln. Reggie. Also, AJ, die Überraschung tut mir leid. Yogi war etwas großzügig mit der Spritze, aber wir mussten dich schließlich für das Experiment transportieren. Diese Spritze sollte die Grenzen deiner Wahrnehmung erweitern, ebenso wie dein Bewusstsein. Das sollte eine ganz neue Erkenntnisstufe. Bla bla bla. Kämpfe nicht dagegen an, wenn du keinen Horrortrip erleben willst. Die Dosis sollte reichen, bis du unseren Standort erreichst. Ja. Okay, irgendwie nach hier kann ich gar nicht gehen. Und ich glaube, dieser scheiß Bär, wenn ich dem zu nahe komme. Vielleicht kann ich denen ausweichen. Weil solange der Bär nur da rumsteht und mir nichts tut. Nach unten. Okay, mal schauen, wo die zwei Vögel sind. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwie noch ein Bär kommt. Okay, da außen ist auf jeden Fall eine Party. Verdammt. Wo bin ich? Ja. Wer bin ich und was will ich im Leben erreichen? Was sie da erstmal schnell machen. Ich bräuchte echt mal irgendwelche Waffen. Haben die was dabei? Ja. Okay.
Immerhin eine Knarre. Material für eine Spritze. Okay. Ich weiß nicht, kann ich hier einfach durch? Wo muss ich eigentlich hin? Muss ich in einen speziellen Ort? Ich kann nicht einfach den Wagen nehmen. Das wäre mir eigentlich am liebsten, wenn ich einfach den Wagen nehme, aber... Wieso muss ich halt den Bären... ausweichen? Da vorne ist auch noch ein Auto. Ich weiß nicht, ob ich da hin darf oder ob dann die Mission fehlschlägt, wenn ich zu weit weg bin. Ich kann sie mal versuchen, wenn ich jetzt einfach hier hochgehe. Da vorne ist schon das nächste scheiß Viech. Was ist das eigentlich? Ich habe Angst vor dem. Ich meine, ich könnte einfach durchrennen. Und vielleicht kann ich hier hoch. Okay, das sieht mich die Katze schon mal nicht. Aber hier komme ich wieder nicht hoch. Vielleicht hier? Ja. Ich habe jetzt einfach so eine dauerhafte Entdecke aller Wildtiere. Da unten muss ich hin. Yogi, Reggie, seid ihr das? Was? Yogi, Reggie haben deine Ausrüstung. Finde sie. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Ja. Okay, jetzt sind sie. Ich glaube, ich bleibe gleich hier oben. Ich gehe gar nicht nach unten. Sofern ich das kann. Ja, die hier machen mir ja nichts. Die sind friedlich. Das sind normale... Ha, schau mal. Das ist perfekt. Genau das brauche ich jetzt. Kann ich das Ding benutzen? Halten zum Einsteigen. Okay. Ah! Bin nach oben, nicht nach unten. Fuck. Ich hoffe, das hat jetzt keiner mitgekriegt von den Tieren. Da vorne wäre wieder ein... Ich würde gerne den Karren nehmen. Stoßen. Kann ich hier rein? Das wäre mir natürlich am liebsten, weil ich glaube, die Nashörner, die machen mir von sich auch nichts. Erst wenn ich die angreife. So weit musste ich jetzt auch nicht fahren. Okay, sind sie hier? Oh, nicht schon wieder. Scheiße. Fehlende Dinge, finde sie. Ich nehme den hier mit. Wie geht's nochmal hoch? So ein Leerkasten. Sagen wir, wieder fliegen können? Easy. Was auch immer, dass du unten musst. Alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Vielleicht treffen wir unsere Jungs jetzt hier. Unser Freund, Omamshiwa, er kommt von weit her und zurück. Oh.
voll der Freak bei hier. Jetzt sterben! Okay, wir haben immer wieder Munition gekriegt. Und die kommen wieder. War ja klar. Kommen die nächsten. Schon wieder irgendeine Falle von denen, ne? Ah. Okay, immerhin. Haben wir hier mal neue Knarren dabei. Ich plündere hier mal schnell die Sachen. Das. Irgendwo war noch eine Kiste da hinten. So. Und hier gibt es auch noch von diesen Fähnchen, sehe ich gerade. Einmal was zum Drehen. Und noch irgendwas. Hier. Immerhin können wir gleich ein bisschen Nebenquests machen hier. So, okay, wir fliegen wieder weiter dann. Also alle guten Dinge sind drei. War wohl falsch. Sind wahrscheinlich alle guten Dinge vier, vielleicht. Warte, die sind noch weiter, die sind noch gar nicht hier. Sind in der Höhle drin, kann das sein? Wo ist eigentlich vorne und hinten? Ich hab gerade so ein bisschen die Übersicht verloren mit dieser komischen Grafik hier, mein Gott. So, also ein bisschen runter. Ich versuche mal hier rein zu fliegen, weil wenn hier denn Tiere sind, kann ich den theoretisch umfliegen, oder? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Na, da sind sie, die Vögel. Oh Gott, wie hast du... Wie hat das... Oh Gott, das ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Okay, und wir sind erst 30 Sekunden drin, das wird noch viel übler. Oh. Ich sehe, meine kleine Mixtur hat gut bei dir gewirkt. Unsere Mixtur? Unsere, stimmt. Ihr habt mich betäubt. Wir haben gefragt, du warst einverstanden. Genau, da ist noch alles an dir dran. Kein Schaden, kein Faul. Übrigens, hast du jetzt auch das Rezept? Ja, und du kannst jederzeit von der Wirkung profitieren, wenn du es willst. Wie eine Superkraft. Ganz genau. Und wo das herkam, gibt's noch reichlich mehr. Komm einfach zu uns zurück, wenn du mal wieder ein Kind brauchst. Ja? Bis dahin. Sollen wir? Was für Freaks. Was, du, die Fähigkeit Wirkungsdauerboost oder für die Abspritzen? Ah, okay. Mission beendet. Wo ist mein Heli jetzt? Hier. Die Frage ist, ob ich hier wieder rauskomme. Aber da drin müsste noch Kisten sein. Die hole ich mir noch. Hier. Und... Kletteraktion hier. Wo ist die andere Kiste? Ist die oben? Ja, oder? Ja, einmal nach oben. Ja. So, Kisten hätten wir und wir sind voll. Das heißt, wir gehen hier mal. Muss ich irgendwas machen? Ich kam von der. Ich hoffe, ich kann da runter. Ja, easy. Wieder raus. So, jetzt nehme ich meinen Gefährten mit und. Was ist denn hier noch? Irgendetwas müsste hier noch sein, aber ich weiß nicht, ein Plakat oder ein. Nee. Okay, Karte, wo sind die zwei Vögel, die sind? Aus der Gales. Shangri-La. Das sind auch wieder Missionen. Wir könnten auch mal zum
zu Nur hier gehen. Wobei, wir müssen sowieso zuerst verkaufen. Ja? Dann können wir schnell Reise zu uns nach Hause machen. Verkaufen wir unser Inventar, weil wir sind ziemlich übermüllt. Der war, glaube ich, oben, oder? Wenn es mich nicht täuscht. Okay, aber aus dem Schleichmodus raus. So. Genau, hier ist unser privater Verkaufsschrank. Also verkaufen, weg. Jawohl. Schneeleopard. Ein Fell haben wir von denen. Wir brauchen unbedingt mal Upgrades. C4-Ladung. Ich will hier eigentlich nicht allzu viel Geld ausgeben gerade. Weil ich möchte unsere Wohnung hier noch upgraden dann, schnellstmöglich. So. Aber das ist natürlich super, dass wir hier jetzt immer so einen Heli ready haben. Einsteigen. Okay, wir gehen zu dem rüber, oder? Zu Nur. Weil sonst sehe ich nichts. Weiß auch nicht, irgendwie ist das komisch, ja? Diese Nur hat ja. Der hat ja hier seine Festung. Also ist es ja im Prinzip ein Gegner von uns. Also wieso. Was will denn der von uns hier? Aber spielt keine Rolle. Wir hören uns mal an, was der zu sagen hat. Vielleicht verfeinden wir uns irgendwie mit ihm. Eigentlich müsste ich mal noch hoch in die Berge, in die Himalayas, weil ich brauche unbedingt Schneeleopardenfell. Bekomme ich in das Menü. Ja, hier. Herstellung. Weil wir brauchen für irgendwas brauchen wir die. Hier, Munitionstasche. Und für Sprengstofftasche. Jachs und Honigdachs. Alles Mögliche brauchen wir. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwo ein Yacht oder sowas rumlaufen. Sowieso habe ich jetzt schon eine Weile keine Viecher mehr gesehen. Das sind Füchse, oder? Das sind keine Dachse. Nee. Ich glaube, da muss ich dann wieder mal irgendwie eine extra Folge machen, wo wir nur auf Tierjagd gehen. Macht der runter. Aus irgendeinem Grund kann ich hier nicht nach unten gehen. Vielleicht muss ich weiter raus. Ja. Ohne Witz, ich komme hier nicht nach unten. Vielleicht muss ich irgendwo hier vorne landen. Komme ich hier nach unten? Sieht schon mal besser aus. Mal schauen, was unser guter Mr. Nur für uns hat. Der sollte ja eigentlich nicht allzu. Ja, ich weiß jetzt nicht, sind wir verbündet mit dem oder verfeindet? Das wäre mal eine gute Frage. Hier ist ja auch die Arena. Sei du mit dir. Hallo. Mal schauen. Was er für uns hat. So, Mr. Nur. Die Tiere sind hungrig, wer fütter ihm? Fuck! Du musst Paul jetzt töten, es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim! Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut.
Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Okay. Stadt der Schmerzen. Okay. 3 Kilometer ist es weg. Wow, wo ist denn das? Ganz weit unten. Ja, ich glaube, wir machen hier einmal Schnellreise. 3 Kilometer ist mir doch zu weit, selbst zum Fliegen. So. Da wären wir. Ist noch irgendeine Karre? Ah, oh, shit, wieder. Wir haben wieder das beste Auto hier. Ein Zusammenstoß und wir sind tot. Ja, riskieren wir es mal. Ein Freund hat mir erzählt, dass die neue Armee die Lager von Nomaden ganz tief angreift. Ganz toller Aktion, Leute. Ganz tolle Aktion. Lass es an den kleinen aus. Okay, kannst du meine Familie schon? Noch nicht nur. Du bist auf dem Weg zu mir. Okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist nicht. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf kein Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Okay, nur, hier ist er, oder? Das heißt, er muss irgendwie... Hat er was geschnallt? Nee, oder? Treffe ich die? Das wäre natürlich ganz geil, wenn ich den treffen würde. Das heißt, ich muss ja auch noch sneaken. Die dürfen mich auf keinen Fall entdecken. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Okay. Fällt zwischen seine Spritze rein. Wenn ich jetzt von Anfang an alles sehe. Immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Theoretisch könnte ich doch auch so ein Wildtier da reinjagen, oder? Wir haben hier Köder dabei. Es müsste ja von irgendwo irgendwas kommen. Da ist auch was, aber der ist zu weit. Hier ist eine Leiche. Oh, Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich gehe. Los. Meine jetzt sind ja. Hey, ergebt euch! Sofort! Für mich! Seht ihr mich jetzt wieder? Martin! Wir können nicht mien! Ah, okay. Müssen wir das anders angehen? Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Jetzt wissen wir wenigstens, wie es funktioniert. Und nächstes Mal hauen wir das Ding durch. Bis dann. Ciao, ciao.